Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar soll es heute mal um so Tunnel und Piercings gehen und auch vielleicht Tattoos. Nehmen wir einfach Tattoos noch mit rein, wir sind ja spontan. Wie ihr wisst, ist bei mir mal alles One Take, also ich nehme einmal auf, ohne mir vorher ein Skript zu machen und laber einfach durchweg. Ich finde, das hat Charme, also meine persönliche Meinung zumindest, weil die meisten YouTube-Videos sind gescriptet und da passiert auch nichts viel. Man weiß den Ablauf, man weiß, da ist die Pointe. Die Pointe und dann ist wieder vorbei. Deshalb werde ich auch versuchen, möglichst wenig an meinen Videos zu schneiden. Ich hoffe, das kommt gut rüber. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Zum eigentlichen Thema, jetzt bin ich übelst, ich hampel immer so rum hier und mache hier diesen hier. Zum eigentlichen Thema, ja, Tattoos und Piercings. Wie soll ich sagen? Ihr wisst ja, ich habe hier einen Tunnel. Da werde ich auch dann ein bisschen noch weiter drauf eingehen. Und fangen wir erstmal mit Tattoos an. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn sich Leute Tattoos machen, egal auf welcher Stelle des Körpers. Und viele sagen immer als Argument so, ja, genauso bei Tunneln. Wenn du mal alt bist, hängt alles, sieht faltig aus und sieht kacke aus im Alter. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, wenn ich mal alt bin, dann interessiert das kein Schwein mehr, ob ich ein hängendes Ohrläppchen habe, ob meine Arme hier wackeln, ob ich überall Falten habe und mein Tattoo in Falten ist, das interessiert keinen. Ne? Und deshalb, warum sollte man es nie machen, wenn man noch jung ist? Ich finde es eigentlich zu dem Aspekt viel schlimmer, dass man seine Haut, also ich bin für Tattoos, ne? aber das Argument halt, ich finde es eigentlich viel schlimmer oder viel besser zu sagen, ja, man... was du deiner jungen Haut oder deiner guten Haut da antust. Du hast jetzt so eine gute Haut und schmierst sie dann mit Tattoos voll. Das finde ich dann eher die Frage als, ja, wenn du mal im Alter und so weiter, was sollen denn deine Kinder sagen? Ja, Mann, wenn ich oder wenn mein Vater Tattoos gehabt hätte, dann denkst du, hätte ich gesagt, oh Papa, du hast Tattoos, das ist aber schlimm. Warst du mal früher ein echter Gangster oder whatever? Nee, das ist doch einfach cool. Papa mit Tattoos, klar muss man immer differenzieren. Also wenn da hier irgendwelche, keine Ahnung, so diese ganz schlechten Seematz-Tattoos von früher, gut, das sieht nie hübsch aus. Aber wenn man sich jetzt so in unserem Alter oder vielleicht so ab 18 ein Tattoo stechen lässt, warum nee? Wir haben auch eine ganz andere Zeit. Die Zeit ist so im Wandel. Viele wären offener, sogar kann man auf verschiedenen Arbeitsstellen, wo es früher gar nicht möglich war, ein Tattoo tragen. Man kann Tunnel tragen. Also das ist heute gang und gäbe. Und nun kommen wir jetzt einfach mal zu meinem Tunnel. Ein Tunnel, was ist das eigentlich? Es ist sozusagen ein Loch im Ohr. Ich wollte schon lange einen Tunnel haben, hatte aber nicht immer einen Ohrring. Zu der Geschichte gleich. Und ich zeige euch das einfach mal. Das ist einfach nur ein Loch im Ohr. So. Wer es eklig findet, muss jetzt die Augen zumachen. So sieht das Ganze aus. Mein Tunnel ist jetzt 12 mm und ich lasse den noch dabei und überlege mir schon die ganze Zeit, ob ich mir auf der anderen Seite noch einen Tunnel mache. Aber irgendwie sehe ich dann vielleicht aus, wenn ich noch weiter trainieren gehe, irgendwann wie Meister Propper oder so, muss ich mir noch die Haare abrasieren. Auf jeden Fall, ja, zum Tunnel an sich. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon habe. Ich glaube, 2,5 Jahre mindestens. Ich habe sogar noch vor dem Hype gemacht. Jetzt mittlerweile hat ja jeder einen Tunnel auf immer. Aber was ich auch nicht schlimm finde, also wegen diesem Modeaspekt habe ich es nie gemacht. Mir hat es einfach gefallen. Ich habe so eine Elfenohren. Apropos, was mir jetzt schon wieder auffällt hier in der Kamera, meine Lippen sehen schon wieder so rot aus. Nein, ich trage keine Schminke. Ich habe keinen Lippenstift drauf. Ich habe eine relativ... ja, rote Lippenfarbe und relativ dick, wie ich einfach mal wieder so random eigentlich alles durcheinander bringe. Egal. Jetzt zum Tunnel. Ein Tunnel habe ich mir zum Beispiel stechen lassen mit einer 3 mm Kanüle. Also ich habe meinen Tunnel, da ich ja keinen Ohrring hatte, gleich auf 3 mm stechen lassen und einen 3 mm Stecker reingemacht. Und wichtig dabei ist, wenn ihr dehnt, wenn ihr neu dehnt, macht auf jeden Fall, also nehmt ein nehmt auf jeden Fall Chirurgenstahl oder sonst was oder Titan. Also solche Sachen. Warte, ich, bei mir klappert's. Oh, hier haben wir sogar noch ein Ohrstäbchen. Geil. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal schnell. Das wäre jetzt so aus Chirurgenstahl. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr das frische Loch, also wenn ihr noch keinen Ohrring hattet vorher, abheilen lasst. Und
dann nach 3-4 Monaten, weil das dauert wirklich so lange, die Wunde erstmal zu schließen, könnt ihr dann erstmals anfangen zu dehnen. Was ich damals auch nie ganz wusste am Anfang, dass man langsam dehnen muss, das habe ich dann bei 12 bis zu 12 mm gemacht. Also es empfiehlt sich so 1 mm im Monat. Wer das zu schnell macht, da kann es echt reißen oder scheiße aussehen, wie so ein aufgerissenes Katzenarschloch. Also einige werden das kennen. Und man dehnt am besten, oh scheiße, man dehnt am besten mit so einem Dehnstab, der ist aus Metall oder besser gesagt Chirurgenstahl. Und wie macht man das am besten? Am besten, ihr geht vorher duschen und dann nehmt ihr Vaseline oder Kleidgel, falls ihr sowas zu Hause habt, und steckt den langsam durch, lasst den kurz drin und was ich empfehlen würde, dann eben so einen Chirurgenstahltunnel nachzuschieben und dann wirklich einen Monat lang nur desinfizieren, nie rausnehmen und einfach dehnen lassen. Also solche Sachen hier mit solchen Schnecken im Ohr rumzurennen und sich das damit dehnen zu lassen oder hier den Dehnstab drin zu lassen, ist echt gefährlich. Also am besten kommt ihr eigentlich, ihr dehnt das und schiebt dann, wenn euer Ohr sich einigermaßen dran gewöhnt hat, so nach 3 Minuten, schiebt dann diesen ja, am besten Chirurgenstahl, Titan, ihr wisst, hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt, schiebt ihr dann einfach nach. So, wenn ihr dann nicht mehr im Dehnvorgang seid, könnt ihr dann auch irgendwann anfangen, Modeschmuck zu tragen. Aus Acryl zum Beispiel, so ein Dehnstab, also viele tragen das ja auch als Schmuck, das gefällt mir nicht so. Oder dann gibt's hier welche aus Horn oder so Plugs, wo hier dann irgendein Zeichen drin ist. Ich habe meinen Yin und Yang Stecker gar nicht mehr irgendwie. Oder man kann dann auch so eine Schnecke tragen, aber wie gesagt, ich stehe mehr auf die. Das sind alles so hier Übergangsgrößen gewesen, die ich zum Dehnen ja, drin gehabt habe. Wie gesagt, ich bin jetzt bei 12 mm und wie gesagt, ich überlege mir echt, ob ich noch die andere Seite mache oder nur einen kleinen. Jetzt habe ich gespuckt. Und ja, mehr kann ich euch auch gar nicht darüber vermitteln. Also Tutorials gibt es ja zur Genüge hier im Netz. Und ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Und macht's gut. Tschaußen.